Fotografieanalyse. Ja, hier aus der Serie Ask the Coach machen wir wieder eine Bildbesprechung. Diesmal bedanke ich mich bei Gabi für ihre Collage, die sie uns zur Verfügung gestellt hat auf der linken Seite. Und ich habe mal versucht, einen, ja, wie soll ich sagen, einen Gegenvorschlag auf der rechten Seite zu machen mit Bildern, die ich noch hatte, um das einfach mal ähnlich zu machen mit dem Sand und dem Jungen. Da habe ich das Thema einfach mal aufgegriffen. Ja, prinzipiell gibt es natürlich nie ein falsch und ein richtig. Ich hätte es gesagt, etwas anders gemacht. Von der Idee her finde ich es schon mal ganz gut, hier ein Porträt zu machen, Porträt zu mischen mit Detailaufnahmen. Aber was hätte ich anders gemacht oder was gefällt mir jetzt hier nicht so gut an Gabis Collage ist einmal, dass es hier so boing, boing runtergeht. Ja, das hätte ich eher etwas gemischt, so wie ich es auch hier gemacht habe auf der rechten Seite, dass ich die Stories eher so etwas mische, dass es nicht so, ja, so platt runterläuft. Und zum zweiten hätte ich dann auch etwas mehr verschiedene Ansichten noch genommen. Das ist mir zu ähnlich für eine Collage. Ja, das ist mir für eine Geschichte, wenn das Ganze eine Geschichte erzählen soll, einfach zu ähnlich. Ja, da hätte ich verschiedene Perspektiven und vielleicht auch noch ein bisschen verschiedene Momente abgewartet. So wie ich das hier auf der rechten Seite gemacht habe, einmal so von vorne, einmal hier, wo Moritz sein Wasser bringt und einmal hier, wo er sein Wasser ausgibt. Und hier vor allem fällt mir auch auf, dass ich hier, ja, ich sage es oft auch, mal weiter vielleicht in die Hocke gegangen wäre, ja, so wie ich das hier auch gemacht habe. Hier habe ich mich sogar ganz in den Sand hineingelegt, um ganz nah an die Schaufel rangehen zu können. Hier genauso, da liege ich auch fast im Sand, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man die Kamera nicht in den Sand legt, sonst freut sich das Objektiv nicht so sehr, wenn da Sandkörner reinkommen, da muss man natürlich aufpassen. Aber ich bin wirklich ganz, ganz runtergegangen, habe mal eine etwas ungewöhnlichere Perspektive genommen. Hier bei der Schaufel auch und hier auch nochmal schräg angeschnitten. Und was ich hier auch noch vermisse, ist die Offenblende. Ja? Das ist jetzt mir zu blatt geschossen. Die Bilder hier insbesondere auf der linken Seite sehen mir alle aus, als ob sie vielleicht auch vom Smartphone gemacht wurden. Ja? Das Smartphone macht ja prinzipiell keine schlechten Bilder. Aber für die Spiegelreflexkamera würde ich halt gerne mehr, so mache ich es zumindest, immer mit einer wunderschönen Offenblende arbeiten. Offenblende, also ein kleiner Blendenwert von vielleicht 2,8 oder wenn es objektiv noch mehr hergibt, wie bei mir hier 1,8 oder sogar 1,4, weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass einfach mehr in der kurzen Schärfentiefe ist und mehr in der Unschärfe dann hinten verläuft. Ja, wie das jetzt hier bei der Schaufel ist, vorne scharf, nach hinten unscharf. Hier das, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, das kleine Sandform hier, scharf und nach hinten unscharf. Hier auch vorne auf das Förmchen scharf gestellt und Moritz hinten nur im Hintergrund unscharf. Und da hätte man ruhig hier mal weiter runter gehen können, sich wirklich mal knien können und so schräg hier über diesen, ich weiß nicht was ist, Schmetterling oder so drüber schießen können, die Blende schön aufdrehen können, dann hätte man auch einen schöneren Verlauf bekommen. So ist es mir etwas zu blatt. Ja, und hier ist noch ein kleiner Fehler drin sozusagen, in Anführungszeichen Fehler. Da sieht man doch mit geschultem Auge, das wurde hier unter einem roten Schirm gemacht. Das heißt, das Gesicht hat eine leichte Rottönung. Das kann man natürlich auch in der Bildverbesserung hinten raus nochmal etwas rausnehmen, sodass es nicht so rötlich wirkt. Prinzipiell ist es natürlich schon mal richtig gemacht, dass im Schatten fotografiert wurde, dass ich nicht irgendwie bei der Sonne, man sieht ja, dass es auch schönes Wetter ist, dass ich nicht irgendwie, ja, so Schlagschatten drin habe. Das ist gut gelungen. Hier sieht man es ja auch, ne? Hier knallt die Sonne rein. Das ist prinzipiell gut gelungen, aber man müsste vielleicht die Rottönung noch ein bisschen rausnehmen. Also in Summe von der Idee her gut. Nur wie gesagt, ich hätte die Bilder etwas durchmischt, so wie hier. Die Rottönung ein bisschen rausgenommen und auf jeden Fall hier mehr mit Offenblende gearbeitet. Von der Offenblende sieht man hier eigentlich gar nichts. Ich vermute, das ist alles so mit Blende 5, 6 fotografiert, würde ich mal tippen. Vielleicht war jetzt hier auch kein Objektiv vorhanden, wo man die Blende schön aufmachen kann. Dann vielleicht doch mal eins besorgen. Gibt es ja schon für knapp 100 Euro, 120 Euro, egal von welchem Kamerahersteller. Nikon, Canon, Sony, alle bieten so ein schönes, eine schöne Offenblende an mit 1,8. Und dann wird das doch einfach wesentlich emotionaler. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, dann erhältst du immer sofort die neuen Tipps, die ich hier herausgebe. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer einen Daumen hoch oder wenn es dir nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Und in der Serie Ask the Coach Bildbesprechung freue ich mich auch immer gern für neue Einsendungen, damit ich solche Bilder besprechen kann. Mir hat es immer sehr viel gebracht,
Auch mein damaliger Coach, wenn ich ihm meine Bilder zeigen konnte und er mir einfach mal meine Dinge gesagt hat, was hier sehr gut noch gemacht wurde, es ist sehr nah rangegangen. Das gefällt mir sehr gut in allen Bildern eigentlich. Ja, das machen ja auch sehr viele falsch, die dann den ganzen Garten mit drauf fotografieren. Das ist schon mal noch sehr gut. Das habe ich hier auch berücksichtigt. Also wenn du noch ein Bild hast, ich habe noch einige Bilder aus der Kinderfoto-Challenge, die mir schon einige Eltern gegeben haben, die werde ich demnächst auch noch besprechen. Wenn du aber noch ein neues Bild hast, egal ob es jetzt eine Collage ist oder Bild, dann schick mir es gern oder häng es hier auch an den Facebook-Post unten dran. Ich werde hier auch noch einen Facebook-Post zu machen. Oder schick es mir einfach sonst an die E-Mail, die auch unter dem Video steht. Okay, das war's und ich freue mich auf weitere Einsendungen. Bis dann, euer Profi-Fotograf Tom Gufler.